Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Palworld. Und heute geht es darum, dass wir so ein bisschen uns upgraden oder generell unsere Pals upgegradet werden. Ich habe jetzt mein Team ein bisschen verändert. Ich habe die mal rausgepackt, die alle höher sind als mein Level, also Level 10. Und habe die drin gepackt, die noch unter Level 10 sind. Oder genau, Level 10. Und ich hatte gesehen, dass wir sowas mal herstellen. Feuerdüse. Also für die Pals so eine Art Ausrüstung müsste das sein. Ja, so ein Geschirr. Dafür brauchen wir Feuerdüse. Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt zu viel habe. Nee, leider bloß eins. Okay. Aber wir gucken mal. Wir haben auch noch andere Pals. Zum Beispiel dieser Sattel, davon haben wir zum Beispiel genug. Wir brauchen Leder, Wolle und Palium-Bruchstücke. So, da gucken wir mal. Ich packe jetzt mal alles rein. Leder, Wolle und Palium-Bruchstücke. Bestimmt können wir das hier an der Bank. Okay, ich habe mal wieder gegoogelt. Wir brauchen diese Werkbank noch. Wo packe ich die denn jetzt hin? Ich packe sie mal hier drüben hin. So, zack. So, fertig. Und da können wir es dann herstellen. Mal sehen, wie wir das dann ausrüsten können. So, zack, fertig. Jetzt gucke ich mal, hole ich mal. Oder gucke ich mal bei der Paul-Box. Ach, hier eh. Geht zum Reiten. Zack. Cool, kann sogar eine Luftattacke. Okay, also das kann sogar angreifen oder können wir halt steuern. C hat es noch nicht. Okay, cool. Da sind wir auf jeden Fall zügig hier unterwegs. Nice. Greifen wir mal hier an. Können wir dann auch mit Pfeil und Bogen angreifen? Ja. Was dann noch aufsammeln geht auch. Okay, super. Nice. Na, gucke ich gleich mal für die anderen Pals. Das war da auch. Ah, okay. Wenn ich rüber renne, greife ich das auch an. Okay, was? Falsche Taste gedrückt. Okay. Gut zu wissen. Wie komme ich jetzt runter? Alles klar, dann rufen wir es mal zurück. Weil das jetzt auch Level 10 ist. So, wir haben auch ungenutzte Statuspunkte. Was erhöhen wir denn? Angriff, machen wir mal Angriff. Zack. Jetzt gucke ich mal, was wir noch freischalten können. Also wie gesagt, das Geschirr können wir erstmal nicht weiter verwerten. Aber wir hatten doch... Ah ja, hier Halsband. Dafür brauchen wir noch... Palium-Bruchstücke. Wir hatten keine mehr im Dings. Ah, ich werde welche hacken schnell. So, jetzt können wir es herstellen. 5 Leder, 10 Fasern und 10 Palium-Bruchstücke, Mensch. So, haben wir das produziert? Ich gucke nochmal ganz kurz, was es überhaupt bringt. Ah, okay, Schützenhilfe zu geben. Dauerhaft draußen zu bleiben und Schützenhilfe zu geben. Schalten wir nochmal ein bisschen mehr frei. Feuerbogen, wobei wir ja Feuerdüsen brauchen. Und Feuerpfeile. Da brauchen wir ja immer Feuerdüsen, denke ich mal. Okay, ich kann bloß 5 herstellen. Also ich brauche Feuerdüsen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Jagd. Nach Feuerdüsen. Aber ich gucke auch nochmal wegen verbesserter... Kleidung. Okay, wir haben arktische Tracht. Davon haben wir genug Eisdüsen. Würde ich sagen, stelle ich die her. Ich hoffe, dass die jetzt auch besser ist, die Kleidung. So, mal sehen. Verteidigung 25 und Lebenspunkte 70. Okay, es hat... mehr Verteidigung zumindest. Dann tauschen wir das. Zack. Und dann packe ich die Kleidung erstmal hier rüber.
Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir noch ein paar Feuerdüsen kriegen, um unser Equipment besser auszurüsten. Aber ich sehe, jetzt wird es auch dunkel. Warten wir mal ab auf den neuen Tag. So, ich habe noch mal geguckt. Ich würde mal den Dreifachbogen freischalten, weil dafür brauchen wir jetzt keine andere Ressourcen wie jetzt mit dem Feuerpfeil. Und dann kann ich das dann letzten Endes austauschen. So, ich habe jetzt den Dreifachbogen und ich habe noch ein bisschen Essen hier gemacht. Jetzt gucke ich mal. Daydream oder wie auch immer. Den lasse ich nochmal hier. Nehme ich die hier mit. Oder ich tausche hier nochmal, dass sie ein bisschen leveln. Mit denen gehen wir jetzt auf die Jagd. Nehme ich die hier mal. Und probieren jetzt mal den Dreifachbogen aus. Der ist auch schon im, oder Drei-Schussbogen. Schon im Inventar. Gucken wir gleich mal. Wow. Der scheint richtig gut zu zimmern. Ich gucke mal. Ein stärkeres Paul. Ah, da drüben ist so ein Foxparks. Greifen wir das mal an. Wegen den Feuerdings der Boomster. Ja, ich glaube, das scheppert schon. Da drüben sind auch noch Bärchens. Die Frage ist bloß, aber ich denke mal, da wird drei. Ups, jemand zu schnell gedrückt. Ich denke mal, da wird auch drei abschießen. Wir gucken mal. Wir haben jetzt 118 Pfeile. Treffen wir mal das Vieh hier an. 118. Ja, man hat's gesehen. Ja, obwohl. Der feuert doch bloß ihn ab. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen auf die Jagd nach Feuer-Fox-Parks. Also das Vieh, darauf freuen wir uns schon. Ist es gelevelt? 38? Es war doch vorher 35. Aber wir können hier noch so ein Pingulett jagen. Diese Eisdingensbummens brauchen wir auch. Eisdüse, genau, Feuerdüse. Da vorne sind wieder zwei, sechs und vier. Easy peasy, lemon squeezy. Nehmen wir mit. Ich würde sagen, weil wir da noch nicht lang gegangen sind, wir gehen mal hier unten am Strand lang. Da waren wir noch nicht. Ah, hier sind auch wieder zwei. Und der andere haut ab. Vielleicht entdecken wir dort noch ein paar neue Pols. Ah, krass, da ist noch so ein fliegendes Teil. Ah, das sind gleich mehrere. Okay, da gucken wir mal, dass wir vielleicht einen kriegen. Larry. Nehmen wir dort hinten. Drei. Nehmen wir noch Polium-Bruchstück hier mit. Zum Glück sind wir schneller als die. Guck ich mal, dass ich bloß vielleicht einen erwische. Den hier. Oh, jetzt habe ich gleich beide. Na ja, gut. Schnell werfen. Okay, das ist safe. Nice. Haben wir wieder eins.
Oh, da ist ja auch so ein Schweinchen. Nehmen wir auch mit. Ah, okay, leider down. Ah. Ja, diesmal abgebrochen. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Dann gehen wir mal noch ein Stück hier weiter. Da vorne ist eine Truhe. Mal wieder Goldmünzen, Vollsphäre und arktische Tracht in Klammern Bauplan. Hier war doch noch ein Poll. Oh, dort oben. Ah, da ist noch so ein Ei, glaube ich. Gucken wir mal. Das nehmen wir auch mit, wenn das nicht abhaut. Was ist denn mit unserem Paul los? Schild unten. Ah, trotzdem noch gekriegt. Mit Bande. Ne? Vielleicht nochmal. Jo. Schön, wieder zwei neue Pauls. Oder haben wir den schon? Nee. So, dann gehen wir mal hier rauf. Ah, das steht ja, du hast ein neues Paul gefangen. Nehmen wir das Ei mit. Aber schöne Aussicht von hier oben. Da könnten wir auch mal gucken, ob es dort was gibt. Nee, kennen wir das schon? Fuck. Frack. Ne, ist wieder draußen. Hat uns das andere angegriffen. Jo. Nice, noch eins. Muss man bloß mal gucken. Ah! Produziert Wasserwellen erzeugen. Bewegt sich mit Hilfe vom Body. Weil ein Paul war ja auch zum Gießen gedacht. Hier bewässern, genau, das werden wir nachher mal einsetzen. Nice. Das brauchen wir nämlich für die Beeren zum Produzieren. Und jetzt gucke ich mal, dass wir hier mal hochgehen. Ich glaube, hier gibt es nichts. Schade. Und man hat eine schöne Aussicht. Was mal ein Poll war, das sieht auch so aus wie so ein Gerippe. Ich glaube, da hinten ist was. Wir gehen nochmal bis ganz. Nee, doch, da oben ist doch was. Wieder ein Eichen, aber es scheint. Ich glaube, da vorne ist auch ein Ei. Da ist auch was. Da auch. Okay, ich getraue mich jetzt nicht runterzuspringen. Jetzt wäre dieser Flugleiter nicht schlecht. Weil dann könnten wir in die Richtung gleiten. Jetzt muss ich mehr oder weniger den ganzen Weg wieder runter. Wie gesagt, ich getraue mir nicht runterzuspringen. Dann würde ich sagen, das reicht dann erstmal auch für heute. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich würde mich freuen über Tipps und Tricks, falls ihr da welche habt. Ansonsten habt einen traumhaften Abend und wir sehen uns. Also Leute, bis da. Oh nee, wartet mal. Mal sehen. Weil das haben wir auch noch nicht. Oh, es hat sich gerade da festgebackt. Oh, ist Level 11. Was hat sich, wie gesagt, mehr oder weniger hier festgebackt? Es wäre nicht schlecht, wenn wir auf das Teil reiten könnten oder fliegen könnten. Und unser Paul. Ich weiß, was das macht. Warte mal, den schieße ich daneben. Nee. Oh, wo ist denn das jetzt hin?
unten. Ja. Mal sehen. Er hat noch nicht gepasst. Mal. Ja. Nice, noch eins. Wo ist jetzt unser Paul hier? Das hat uns jetzt nicht geholfen. Prista, glaube ich, heißt das. Gut, Pristler, ja, genau. Gut, Leute, aber das war's jetzt wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Also, Leute, bis dahin und ciao, ciao.